Von Sicherheitsnadeln, Nähmaschinen und Patenten. Walter Hunt. Erfunden wurde die Sicherheitsnadel, so wie wir sie heute kennen, von Walter Hunt, einem amerikanischen Erfinder, der eigentlich gelernter Maurer war, lange als Farmer in einer textilproduzierenden Ortschaft arbeitete und ein großes Geschick für Mechanik besaß. Als das älteste von 13 Kindern am 29. Juli 1796 geboren, hat er sich von den ärmlichen Umständen, in denen er aufwuchs, nicht aufhalten lassen und sich im Laufe seines Lebens viel Wissen und Verständnis in allen möglichen Bereichen angeeignet und sich nicht gescheut, mit der Funktion unzähliger Gegenstände zu befassen, die er verbessert, weiterentwickelt oder neu erfunden hat. Als es zum Beispiel 1826 in der Textilfabrik seiner Gemeinde zu Entlassungen kommen sollte, trat er dem Besitzer der Firma gegenüber und meinte, der sinkende Profit läge nicht an den Arbeitern, sondern daran, dass die Fabrik nicht effizient genug produziert, und entwarf eine verbesserte Maschine, mittels der Flachs gesponnen werden konnte. Noch im gleichen Jahr meldete er ein Patent für diese Maschine an und reiste dann nach New York, um Geldgeber aufzutreiben, die in die Produktion der Maschine investieren würden. Aber dummerweise hat er stattdessen das Patent verkauft. Das sollte leider seine gängige Methode werden, sodass er von keiner seiner Erfindungen reich wurde, während die späteren Rechteinhaber und Hersteller sich ein goldenes Näschen verdient haben. An seinem ersten Tag in New York hat er einen grauenvollen Unfall miterlebt, wie ein kleines Mädchen von einer Pferdekutsche überfahren wurde, was ihn tief verstört hat. Eigentlich besaßen diese Kutschen eine Klingel, um Passanten zu warnen, aber da die Kutscher mit beiden Händen die Zügel der Pferde halten mussten, war es ihnen oft nicht möglich, die Zügel loszulassen, um die Klingel zu betätigen. Walter Hunt erfand daraufhin eine Klingel, die mit dem Fuß betätigt wurde, für die er 1827 das Patent anmeldete und die sich bis heute zu der Signalglocke in Straßenbahnen weiterentwickelt hat. Als Hunt dann im Jahr 1827 mit seiner Familie in die Stadt zog, hatte er in der neuen Wohnung keinen Platz mehr für den großen Schleifstein, den er auf der Farm zum Schärfen seiner Messer zur Verfügung gehabt hatte, und erfand kurzerhand einen kleinen, handlichen Messerschärfer, für den er 1829 ein Patent anmeldete. 20 Jahre später, im Jahr 1847, hatte er, aus den gleichen praktischen Gründen, die Idee für den Füllfederhalter. Ihm ging es darum, ein Schreibgerät zu entwerfen, das, ich zitiere, eine Kombination aus alles in einem ist, Tintenfass, Schreibfeder, Stift und Halter, so arrangiert, dass es praktisch für die Tasche ist. Und so ging es sein ganzes Leben lang. Walter Hunt erfand oder verbesserte dermaßen viele Gegenstände, dass ich noch nicht einmal eine komplette Auflistung all seiner Werke finden kann. Seine wohl wildeste Erfindung war ein sogenannter Antipodenapparat, ein spezielles Paar Schuhe, das einem Menschen ermöglichte, kopfüber an der Decke zu laufen. Für dieses Gerät wurde ihm ein Patent verweigert und es landete in einem Zirkus, wo es 1937 von Zirkuskünstlern wohl erfolgreich benutzt wurde. Wobei sich mir dabei die Frage stellt, wo bei einem Zirkuszelt die feste Decke ist, an der die Künstler dann gelaufen sind. Aber vielleicht fand die Vorstellung ja gar nicht in einem Zelt statt. Dennoch, da wäre ich gerne dabei gewesen. Das sah bestimmt lustig aus. Aber zurück zu Walter Hunt. So gingen ferner auch eine Maschine zur Seilherstellung, ein montierbarer Eispflug für Schiffe, eine Maschine zur Postsortierung, eine mit Rotationsbesen versehene Straßenkehrmaschine, eine Maschine zur Herstellung von Nägeln und speziellen Schuhsohlennägeln auf seine Kappe, wie auch ein Vorläufer des Repetiergewehrs, ein wegwerfbarer Papierkragen für Hemden, ein nach allen Seiten Hitze ausstrahlender Steinkohleofen, eine Lampe, die explosionssicher war, die Sicherheitsnadel, um die es hier eigentlich gleich gehen wird, und die erste Nähmaschine, die auch nicht unerwähnt bleiben kann.
Für einige seiner Erfindungen hat er kein Patent angemeldet, so zum Beispiel ausgerechnet für seine 1833 erfundene Nähmaschine, wovon ihm seine Frau und seine Tochter abgeraten haben sollen. Seine Tochter besaß einen Korsettladen mit 12 angestellten Näherinnen und befürchtete, dass es durch die Massenvermarktung der Nähmaschine zu massiver Arbeitslosigkeit bei Näherinnen kommen würde. Vielleicht hat er aber auch auf das Patent verzichtet, weil Hans seine Nähmaschine aus Holz gebaut hat und das Gerät beim Gebrauch daher schnell zersplittert ist. So oder so, er dürfte es später vermutlich schwer bereut haben. Stattdessen verkaufte er die Rechte für die Nähmaschine an einen gewissen George A. Arrowsmith, der daraufhin Hans' eigenen Bruder anheuerte, der die Maschine aus Metall bauen sollte. Ein Patent hat auch er nicht angemeldet, da er erst einmal Geldgeber finden wollte, damit jene die Produktionskosten übernehmen würden, was an der Finanzkrise 1834 scheiterte, der eine Cholera-Epidemie folgte, sowie Arbeiteraufstände und Streiks. Für die Sicherheitsnadel hat Hans sich dann wieder die Mühe mit der Patentanmeldung gemacht, obwohl er von dem kleinen Ding nicht viel gehalten haben soll. So ganz neu war diese Erfindung auch nicht, da bereits zu frühesten Zeiten Menschen mit Broschen, Fibeln oder Gewandnadeln ihre Kleidung schmückten und verschlossen. Im Jahre 1842 erschien auch noch eine andere Art der Sicherheitsnadel, die wohl aber auch nichts Besonderes war. Es heißt, Hunt hatte $15 Schulden, die er dringend abbezahlen musste. Und während er sein Problem mit einem Freund besprach, spielte er nervös mit einem Stück Draht herum. Dabei bog und drehte er den Draht willkürlich hin und her, bis ihn ein Geistesblitz getroffen haben soll. Daraufhin bog er den Draht zu dem, was ihr auf der Abbildung sehen könnt. Eine Sicherheitsnadel mit federnder Spirale in der Mitte, die das Herausrutschen des Stoffs hinten verhindert und gleichzeitig durch die Spannung dafür sorgt, dass die Spitze der Nadel im Sicherheitsverschluss bleibt, der damals noch aus einer kleinen Drahtschlaufe bestand. Ja, und das sind die beiden Neuerungen, die Hans Sicherheitsnadel so besonders und vor allem sicher machten, da man sich nicht mehr so leicht daran verletzte. Hunt hat sie damals jedoch lediglich Kleidernadel genannt und am 10. April 1849 sein Patent darauf angemeldet und die Rechte daran dann für gerade mal $400 verkauft, um schnellstmöglich seine Schulden zu bezahlen. Die Firma hingegen, die das Patent später aufkaufte, hat Millionen daran verdient. Walter Hunt musste sich hingegen, anstatt Groß Reibach zu machen, mit Rechtsstreitigkeiten bezüglich der Nähmaschine rumschlagen, da im Jahre 1846 gleich mehrere Patente für Nähmaschinen angemeldet wurden. Das allererste amerikanische Patent für eine Nähmaschine hat ein Mann namens John James Greenough bereits am 21. Februar 1842 erhalten, dem noch einige folgten, bis am 27. Mai 1846 Elias Howe seine Version anmeldete und das fünfte Patent bekam, das ihm die Verbesserung der bereits entworfenen Nähmaschine erlaubte. Obwohl er einen Geldgeber im Rücken hatte, konnte Howe nicht das nötige Geld aufbringen, um seinen Entwurf der Maschine zu produzieren, und bei der Suche nach weiteren Geldgebern hat Howe sich dann verschuldet. Da neben ihm auch noch andere Erfinder versuchten, Nähmaschinen zu produzieren, fing Howe an, sie auf Urheberrechtsverletzungen zu verklagen, um damit seine Schulden wieder auszugleichen. Und dadurch wurde auch Walter Hunt in das Prozedere einbezogen, als dem zu Ohren kam, dass angeblich Elias Howe die erste Nähmaschine mit 2 Fäden und Doppelsteppstich erfunden hätte. Im Jahre 1854 kam es schließlich zu einem Gerichtsverfahren, in dem Hunt versuchte, seine Nähmaschine rückwirkend als Erstlingswerk durchzubekommen, das er 1833 zwar im Patentamt vorgestellt hatte, aber auf das Patent selbst und das Ausfüllen der Papiere verzichtet hatte. Daher konnte das Patentamt lediglich bestätigen, dass Hunts Nähmaschine zwar früher existiert hat als die von Howe, er aber keinerlei rechtliche Ansprüche hatte und das Patent somit bei Howe blieb.
Als im Jahr 1858 Isaac Singer auf dem Entwurf von Hans Nähmaschine aufbaute und sie nach eigenen Entwürfen weiterentwickelte und produzierte, bot er Hans schließlich $50.000 als eine Art Entschädigung und zum Beenden der Patentstreitigkeiten an, was nach heutigem Stand etwa 1,5 Millionen Dollar wären. Und gemusst hätte er das auch nicht, da ja Hunt keinerlei Ansprüche drauf hatte, ne? Ja, leider starb Walter Hunt am 8. Juni 1859 an einer Lungenentzündung, noch bevor er das Geld erhalten hatte. Reich ist er letzten Endes von keiner seiner Erfindungen geworden, aber er hatte sich mit seiner Vielfältigkeit und Kreativität sehr großen Respekt verdient. Und seine Familie konnte immerhin etwa 16 Jahre nach Hunts Tod an den Papierkragen für Hemden kräftig mitverdienen und war damit versorgt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was genau es mit diesen Papierkragen auf sich hat und was das sein soll, dazu noch zum Schluss eine kleine Zusammenfassung. Im 18. Jahrhundert wurden hohe weiße Stehkragen für Männer sehr populär, die allerdings aufwendig gewaschen, gebleicht, getrocknet, gebügelt und gestärkt werden mussten, was für die damaligen Hausfrauen und Angestellten sehr mühsam und anstrengend war, zumal damals nicht so häufig wie heutzutage gewaschen wurde und die Männer ihre Hemden oft über Tage oder gar Wochen trugen, so dass die Kragen schon mal recht speckig werden konnten, was deren Reinigung wiederum noch aufwendiger machte. Da es angeblich unüblich war, in Gesellschaft Jacken und Mäntel auszuziehen, war es nicht weiter schlimm, wenn dann die Hemden schmutzig waren, da man sie sowieso nicht sah, aber Kragen und Manschetten sollten tadellos sauber sein, da sie immer sichtbar waren. So kam Anfang des 19. Jahrhunderts eine genervte Ehefrau namens Hannah Montague auf die Idee, den Kragen und die Manschetten von einem der Hemden ihres Mannes abzuschneiden, um sie separat vom Hemd waschen zu können. Mit Knöpfen versehen konnten dieser Kragen und die Manschetten danach ganz einfach wieder am Hemd befestigt werden und waren ferner auch mit anderen Hemden verwendbar, was den ganzen Aufwand extrem vereinfachte, da die Kragen und Manschetten jetzt öfter als die Hemden gewaschen werden konnten. Walter Hunt führte diese Idee weiter aus, indem er 1854 Stoffkragen durch Papierkragen ersetzte, die man nach ein- oder mehrmaligem Gebrauch einfach wegwerfen konnte und erst gar nicht waschen musste. Und die knapp 10 Jahre später, zu Zeiten des amerikanischen Bürgerkriegs, sehr große Popularität erlangten, da es aufgrund eines Baumwollmangels einfacher geworden war, diese Kragen aus Papier herzustellen. Sie waren auch weitaus günstiger im Preis als Stoffkragen. Walter Hunts Sohn, George W. Hunt, einigte sich schließlich 1875 mit der Union Paper Collar Company, dass jene der Familie $5.000 in bar auszahlte, $50.000 an Anteilsaktien der Firma überließ, sowie 10% vom laufenden Profit an Nutzungsgebühren für die Erfindung seines Vaters. Während heute keiner mehr seinen Namen kennt, so wurde Walter Hunt dennoch im Jahr 2006 in die National Inventors Hall of Fame aufgenommen und das für die verbesserte Version seiner Sicherheitsnadel. Ferner ist der 10. April angeblich der internationale Tag der Sicherheitsnadel, von dem ich bis zur Erstellung dieses Beitrags auch noch nie gehört habe. Persönlich bin ich ein großer Fan von Sicherheitsnadeln, da mir im Laufe meines Lebens schon so einiges unterwegs kaputt gegangen oder gerissen ist, allen voran die Träger von Handtaschen, weshalb ich grundsätzlich immer 2-3 Stück, also Sicherheitsnadeln, nicht Handtaschen, in verschiedenen Größen dabei habe. Ich bin Walter Hunt definitiv sehr dankbar für diese so kleine und einfache, dennoch extrem geniale und praktische Erfindung. Und euch danke ich fürs Zuhören und eure Zeit und ich hoffe, ich konnte euch etwas neues Wissen vermitteln. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr Bock auf mehr derartiges Wissen habt, dann abonniert doch einfach den Kanal. Ja, dann vielen Dank, macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüssi, eure Anja.